Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man Fermcat initial einrichtet. Der Hauptnutzer sollte das Programm starten über den Admin-Login. Admin-Login bedeutet nichts anderes, als dass das Programm mit einem Befehlszeilenparameter Admin gestartet wird. Mit dem Passwort Fermcat kann man sich einloggen und jetzt sollten Sie erst einmal die Benutzer- bzw. bürospezifischen Einstellungen vornehmen. In meinem Fall geht das zuletzt geöffnete Demo-Projekt mit auf. Ich mache es mal zu, das brauchen wir jetzt nicht. Unter Optionen, Instrumente sind die Instrumente einzugeben, die im Büro in Gebrauch sind, mit ihren Standardabweichungen. Diese Standardabweichungen werden benutzt, um a priori die Standardabweichung für die Netzausgleichung zu benutzen. Auch für Nivellier gilt das. Personal kann hier verwaltet werden mit Nummern und Name. Steht hier hinten noch ein Windows-Login-Name, fragt Fermcat beim Start nicht nach der Bearbeiternummer, sondern holt sich aus dem Windows-Login-Namen die Bearbeiternummer. Hier könnte man das Hauptnutzer-Passwort ändern. Hier können verantwortliche Mitarbeiter eingetragen werden, die in den Ausdrucken mit gewählt werden können und erscheinen. In diesem Dialog werden programmspezifische allgemeine Optionen gewählt. Wie soll das Programm rechnen? Wie sollen die Anschlüsse gewählt werden? Für Berechnungsmakros, für die Ausgleichung werden hier Standards festgelegt. Also unter Compiler-Option werden allgemeine Bürostandards festgelegt. Und die Dateistruktur ist ganz wichtig. Wo kommen meine Aufträge zu liegen? Also hier können auch UNC-Pfade benutzt werden. Meine Auftragsdaten landen hier unter C, Fermcat-Projekte. Dann gibt es so ein Schlüsselwort mit Dollar. Vierstelliges Jahr, die Auftragsnummer minus zweistellig das Jahr und Auftragsnummer minus zweistellig das Jahr, so soll meine Auftragsdatei heißen. Hier unten kann man nochmal definieren, wie die Auftragsnummer heißt und welche Gesamtlänge die Auftragsnummer haben soll. All diese Schlüsselwörter findet man auch in der Hilfe. Dann das vielleicht später hier, Drucklistenzusätze, nicht ganz so super wichtig. Plotrahmentexte. Hier kann man eigene Texte, die in Plotrahmen individuell verwendet werden können, definieren. Kann man dann pro Plotrahmen verändern und eingeben und globale Schlüsselworte kann der Administrator hier anlegen. Jedes Büro hat andere Präferenzen, insofern sind wir hier sehr flexibel. Sie können hier neue Kategorien angeben und Schlüsselwörter für Ihre Projektbearbeitung eingeben. Diese Schlüsselwörter können sowohl im Plot als auch in den eigenen Drucklisten wiederverwendet werden. Das ist eigentlich das, was der Hauptnutzer initial machen soll, dass Sie mit Fermcat arbeiten können. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.